Patrick Grötzky ist hier. Die erste Frage ist eigentlich, wie geht's dir? Ich sehe, du hast einen dicken Eisbeutel ums Knie, hast die WM durchgespielt, keine Pause gehabt, jetzt geht's direkt weiter. Erstmal die Frage, ja, wie fühlst du dich eigentlich? Ja, ehrlich gesagt, körperlich zumindest ganz okay. Ich bin heute nur mit jemandem zusammengestoßen, Knie an Knie, das tut ein bisschen weh, aber das hat man, glaube ich, öfter mal. 27:30, das erste Pflichtspiel im neuen Jahr verloren. Das habt ihr euch bestimmt auch ganz anders vorgestellt. Ja, definitiv haben wir uns das anders vorgestellt. Es war wirklich kein gutes Spiel heute von uns. Wir waren ja, zu wenig aggressiv in der Deckung, haben im Angriff zu frühe Chancen genommen, so Halbchancen uns genommen, und dafür war da dann eben auch zu gut. Da, wenn man solche Chancen nimmt, das nutzen die aus, und das haben wir leider dann sehr deutlich gesehen. Jetzt kommt am Wochenende der BHC. Ist es ein Vorteil, dass man gleich den nächsten Gegner so direkt vor der Brust hat, dass man vielleicht nicht so viel nachdenken kann über das, was heute schiefgegangen ist? Ja, kann man so oder so sehen. Ich finde, man muss solche Spiele schon analysieren, weil schon viel auch wirklich nicht gut war. Trotz alledem hat man gleich wieder die Möglichkeit, sich Sicherheit zu holen am Samstag. Wir sind froh, dass wir zu Hause nochmal spielen und wollen da ein ganz, ganz anderes Gesicht zeigen, als wir es heute getan haben.